Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Seit dem letzten Video sind nun schon 2 Wochen vergangen und das hier wird ein ja, recht persönliches Video, mit dem ich dir, mit dem ich euch einfach mal ja, einen kleinen Blick hinter den Kulissen, hinter die Kulissen geben möchte und auch ja, vielleicht mal zeigen möchte, authentisch, dass auch bei mir nicht immer alles so nach Plan läuft, wie ich es vorhatte. Denn ich hatte gerade hier auf dem YouTube-Kanal vor, in diesem Jahr voll durchzustarten, 3 Videos jede Woche an den Start zu bringen. Und ja, möchte einfach mal verraten, warum das nicht so bislang ist. Denn ich habe einfach so das Gefühl, das kenne ich ansonsten nicht von den letzten Jahren. Wenn du mich ein bisschen verfolgst, weißt du, dass ich mit den Rauhnächten arbeite. Und wenn die Rauhnächte dann so vorbei sind, 5. 6. Januar, dann war ich immer so ja, voller Tatendrang, voll neuer Energie. Und ja, habe dann auch viele YouTube-Videos schon mal vorgedreht und regelmäßig hochgeladen. Aber in diesem Jahr war es irgendwie anders. Ich glaube, es hat zum einen ein bisschen was mit der Zeitqualität derzeit zu tun. Das merke ich bei mir selbst, auch dahingehend, dass nochmal so ein paar alte Dinge aufkommen, die angeschaut werden wollen. Bei mir steht der Januar auch unter dem Tenor der Darmgesundheit. Also ich hatte den Impuls, insbesondere meinem Darm in dem Monat hier mehr Aufmerksamkeit zu schenken, nochmal eine Darmreinigung ein bisschen gezielter zu machen, mit verschiedenen Mitteln. Und in unserem Darm, in unserem Darmbewusstsein, da sitzen natürlich auch einfach viele Dinge, die unverdaut sind. Und ja, wenn man sich dann auf diese Reise begibt, dann möchten einfach noch mal ein paar Dinge angeschaut werden. Und bei mir war es einfach auch so, dass dann mein Körper bei dieser Reinigung auch dahingehend reagiert hat, dass ich einfach auch die Nase im wahrsten Sinne des Wortes voll hatte. Ich klinge vielleicht immer noch ein bisschen nasal. Ich hatte jetzt keine Grippe in dem Sinne. Ich hatte auch kein Fieber, kein Schüttelfrost. Aber meine Nase ist unendlich gelaufen einfach. Also ich habe im wahrsten Sinne des Wortes vieles losgelassen, was ich mit diesem Symptom, mit dieser Disharmonie, wie auch immer man das nennen möchte, einfach gezeigt hatte. Und da konnte ich natürlich nicht mit triefender Nase oder wollte das natürlich auch nicht. Und meine Augen, der Tränenkanal war auch irgendwo mit angeschlagen, vor der Kamera sitzen. Und das andere war einfach, ich hatte nicht wirklich den Mumm, sag ich mal, die Kamera anzumachen und die Lust dazu, vor der Kamera zu sprechen. Und mir dann einfach die Themen rauszusuchen und wenig mit dem Herz dabei zu sein, einfach nur vor der Kamera des Videodrehens wollens, Videos aufzunehmen. Ich glaube, die Botschaft wäre dann auch nicht wirklich rübergekommen. Und deshalb habe ich dann auch einfach bei mir so diesen Zwiespalt gemerkt. Ich muss doch Videos drehen, weil ich mir vorgenommen habe, in diesem Jahr hier auf YouTube noch ein bisschen mehr regelmäßigen Content zu liefern, präsenter zu sein. Und auf der anderen Seite hat aber mein Herz, mein Bauch gesagt, nein, du musst gar nichts. Und dann kam so auch der Aspekt nochmal, ich habe doch die Entscheidung getroffen, nur noch die Dinge zu machen, die mir am Herzen liegen, die mir Freude bereiten und die dann eben auch aus dem Herzen nur raus zu machen. Und ja, deshalb habe ich mich dazu entschieden, ich drehe erst wieder Videos hier für den YouTube-Kanal und der Zeitpunkt ist jetzt anscheinend auch nochmal entfacht. Deshalb mache ich das Video hier jetzt auch, ja, um euch da einfach zu informieren und deshalb so diese offenen, ehrlichen Worte jetzt hier auch, warum jetzt doch Sendepause war, trotzdem ich das anders vorhatte. Vielleicht auch ein bisschen als Rückenstärkung für dich, wenn du dir Dinge vornimmst und sie nachher dann doch nicht umsetzt, aber du trotzdem am Ball geblieben bist. Ich meine, ich habe hinter den Kulissen, ich bin an so vielen Projekten derzeit am Arbeiten, ich habe einen ziemlich strukturierten Plan, nichtsdestotrotz die spirituelle Therapie online, die ist seit, ja, jetzt glaube ich so etwa 24, 25 Stunden am Tag am Start. Dann wird die holistische Zahngesundheit, die ist derzeit dabei am Entstehen, das wird mit der lieben Karin Bender-Gonser großartiges noch weiter entstehen. Wir haben ja einen Basiskurs schon
geschaffen und da wird es auch eine Online-Schule geben. Da bin ich derzeit am Arbeiten. Meine eigene Homepage, vielleicht hast du es mitbekommen durch Facebook oder durch Instagram, da habe ich so ein paar Bilder von mir gepostet, wo ich mir ein Business-Fotoshooting gegönnt habe. Die ist auch am Entstehen. Es wird also eine neue Internetplattform da geben. Also es ist nicht so, dass ich keinen Mumm hatte, da irgendwie zu arbeiten, nur um diese Videos zu drehen. Das hat irgendwie ganz hinten dann nochmal angestanden. Und deshalb dachte ich jetzt so ganz spontan, ich sitze hier auch hier gerade vorm Computer, habe ein Interview aufgenommen mit der Karin Bender-Gonser und während das Video hier konvertiert, hatte ich jetzt einfach riesen Lust, das Video jetzt hier für den YouTube-Kanal zu drehen, um dich dann mal einfach ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu lassen, dass auch bei mir, wenn Plan A nicht komplett durchgezogen wird oder irgendwie sich zwischendrin so ein Gefühl entwickelt, es passt jetzt nicht, dass ich dann durchaus auch von diesem Plan abweiche und nicht auf Biegen und Brechen das durchziehe und auch da einfach auf mein Herz lausche und ja, Plan B und C dann einfach auf der Matte steht. Okay, nichtsdestotrotz, die weiteren Ideen, die sind jetzt im Kopf, um hier den YouTube-Kanal natürlich weiter, um dich weiter zu inspirieren. Und ich bin zuversichtlich, dass es da die nächsten Tage weitere Videos geben wird und dass ich dich da weiter mit unterschiedlichem Content aus dem Mentaltrainingsbereich, im Hinblick auf die holistische Zahngesundheit, aber auch im Hinblick auf die spirituelle Therapie, wo es ja eine wunderbare Zusammenarbeit auch mit dem Rudi Alexander Daniel jetzt gibt. Und ja, du darfst neugierig sein, ab und zu gibt es dann auch mal noch ein paar Themenbereiche aus dem Bereich der Gesundheit oder auch mal ein Rezept wieder aus der Küche. Ganz so vielfältig wie das Leben ist, so möchte ich mich hier auch auf dem Kanal nicht in ein Schema da reinpressen und nur zum Mentaltrainingsbereich oder nur zu dem einen Thema hier Content liefern, sondern ja, dich da mitnehmen auf die vielfältige Reise, wie das Leben uns einfach so im Außen zeigt. Also, alles Liebe für dich. Ich hoffe, ich konnte dich hier jetzt auch ein bisschen inspirieren und freue mich auf dich, auf die nächsten Videos, wenn du da auch nochmal dabei bist. Danke für dein Interesse. Hab noch einen wunderschönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Mal. Deine Irmgard.